Mit RMData 2022.4 bieten wir Ihnen wieder einige neue Funktionen, unter anderem für die geodätischen Berechnungen. Während einer Berechnung wird die Messkonstellation in der Grafik dargestellt. Dadurch gewinnen Sie sofort einen Überblick über die verwendeten Messungen und das zu erwartende Ergebnis. Bei der Polarpunktberechnung berechnen Sie mit Hilfe der neuen Serienberechnung alle Zielpunkte aller gewählten Standpunkte einfach und schnell. Die Berechnung wird detailliert protokolliert, wodurch Sie den Überblick über jeden Auswertungsschritt behalten. Mit der Funktion Code-Grafik erstellen Sie auf Basis der eben berechneten Punkte den Naturbestandsplan. Mit dem neuen Befehl Länge ändern Sie die Länge eines Linienzugs auf eine gewünschte absolute Länge oder um einen gewünschten Betrag. Hier nutze ich die Funktion, um das Ende einer nicht direkt messbaren Mauer zu konstruieren. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, die Daten des Services Kataster, BEV, GV, AT einzubinden. Mit den vordefinierten Datenquellen hinterlegen Sie den tagesaktuellen Kataster in Österreich. Eine weitere Neuerung betrifft das Architekturmaß. Wenn Sie bei dieser Bemaßung die Abszisse verschieben und danach weitere Punkte zur Bemaßung hinzufügen, wird die neue Bemaßungslinie direkt an die bestehende angeschlossen. Wenn Sie Web Map Services oder Web Map Tile Services nutzen, werden Sie die Möglichkeit, diese einfach im Benutzer- oder Firmenverzeichnis zu speichern und unternehmensweit zur Verfügung zu stellen, zu schätzen wissen. Zusätzlich werden nun auch die benötigten Ebenen gespeichert, sodass Sie häufig genutzte Dienste noch einfacher und komfortabler einbinden. Informationen zu diesen und allen weiteren Neuerungen der Version 2022.4 finden Sie in der Versionsinformation in der Produktdokumentation auf dem RMData Kundenportal.